Stellaris, ein super beliebtes PC-Strategiespiel, ist auf Kickstarter als Brettspiel. Und das ist definitiv eine Kampagne, über die man reden muss. Die ist nämlich mal ganz anders. Ab geht's. Die üblichen Verdächtigen sitzen wieder zusammen. Die Jungs meinten, oh Gott, Stellaris, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, oje, das ist mal wirklich eine Kampagne, über die man reden muss. Ich glaube, es ging euch ähnlich, ne? Ich glaube, Dennis, du warst auch mal drin. Ich war drin, einfach aus Neugier und vor allen Dingen, tja, wegen FOMO, wurde ja jetzt hier auch ganz klar fokussiert, ne? Fear of Missing Out, waren ja die Early Birds mit drin, einfach um die mitzunehmen und aussteigen kann man ja immer noch. Und ob ich das tue oder nicht, da können wir gleich drüber sprechen. Ja, und ich weiß, Marcel war auch sehr skeptisch, gar nicht erst drin, ne? Doch, tatsächlich habe ich auch den üblichen Early Bird mal genommen mit eben der gleichen Begründung wie Dennis. Aber ich glaube, heute bin ich skeptischer als er. Ja. So, warum diese Kampagne denn so diskussionswürdig ist, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also wir gucken mal auf die Seite selber und erklären dabei auch so ein bisschen das Spiel. Was direkt auffällt, schon fast 2 Millionen mit 13.000 Backern. Und das ging recht flott. Das liegt, wie man vielleicht gemerkt hat gleich, vor allem an der IP. Also Stellaris ist ein super beliebtes PC-Spiel. Ich habe es auch mal versucht. Ich war aber früher mal so der Master of Orion-Spieler. Und ja, ich so richtig habe mich das nicht abgeholt. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Habt ihr da auch so ein Background? Also ich habe auch intensiv Mass of Orion gespielt, war da großer Fan, aber ich bin schon seit Jahren eigentlich kein PC-Spieler mehr. Deswegen ist auch Stellaris komplett an mir vorbei. Ja. So, Academy Games ist jetzt nicht so der übliche Boardgame-Verlag, ist ein deutscher Auswanderer in den USA und ja, macht eher außergewöhnliche Spiele, ne? Auch so mit historischem Background, glaube ich. Ja. Wobei ich jetzt so gelesen habe, also ich habe noch keins von ihm gespielt, aber die, die er so gemacht hat, die sind wohl ganz solide. Ja, der Marcel kann da wohl was zu sagen. Ja, ich habe mehrere von dem gespielt. Also da gibt es 878 Vikings. Das ist dieses Birth of Europe, dann Birth of America Serie. Da gibt es 3 Spiele, 1754, 1755 Rebellion und dann Invasion of Canada. Die sind meines Wissens auch mittlerweile alle beim Schwerkraft Verlag, beim Carsten erschienen. Und die legen sehr großen Wert auf historische Korrektheit, sind aber gleichzeitig mit interessanten Mechaniken verbunden, meist mit asymmetrischem Spielansatz. Und wie gesagt, die haben überhaupt keinen IP-Background, machen aber sehr viel Spaß, weil sie gut gebalanced sind und halt den Freizeithistoriker gut abholen. Also Stellaris, wer das vielleicht auf dem PC kennt, das ist halt auch ein sehr nerdiges Spiel, ne? Also ein sehr strategisches, intensives, wo man sich ellenlos drin austoben kann. Sehr detailreiches Spiel. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich hatte das Gefühl, die Kampagne soll vor allem halt auch die Stellaris-Spieler ansprechen. Und nicht nur jetzt irgendwie Boardgamer, denen die Marke irgendwie schmackhaft machen. Wir gucken aber mal drauf. Also, erstmal sieht sehr nach Twilight Imperium Eclipse aus, also nichts Überraschendes. Was die Kampagne zumindest verrät, sind ein paar USPs, also Unique Selling Points, wo sie sagen, ja, das macht dieses Spiel jetzt besonders. Erstmal Customize Your Empire. Also man hat hier keine vorgefertigten irgendwie Rassen oder mit irgendwelchen Skills, sondern du bist hier völlig frei in der Definition, wie du die zusammenbauen möchtest mit ihren Fähigkeiten und so weiter. Und dafür gibt es halt so einen speziellen Schirm, wo du dir die Fähigkeiten so ein bisschen zusammenstecken kannst. Was ich noch in den Streams gesehen habe, also ich habe mir sowohl das Gameplay angeschaut, als auch das Question and Answers Videos. Man kann hier im Prinzip ein Porträt wählen, einen Planeten, der fokussiert wird von der Rasse, dann auch festlegen, welches politische System es gibt und im Prinzip auch so, ich glaube, eine moralische Ausrichtung war es. Und das determiniert so ein bisschen auch die Spielweise dieser Rassen. So, Infinite Replayability. Was die sagen, was ganz toll sein soll, ist so ein Infinite Legacy System. Also du kannst eigentlich deine Rasse immer weiter ausbauen, weiter definieren und jede Partie wieder mitnehmen, dass du eigentlich dich immer weiterentwickeln kannst. Genau, es gibt dann in diesem Sichtschirm nämlich auch noch weitere Kartenslots, die jetzt zu Beginn nicht besetzt sind. Das kann man dann im Laufe des Spiels noch entwickeln. Was ich persönlich noch spannend fand, dass man eben so eine Alien-Rasse auch zur Ruhe setzen kann. Also das ist so ähnlich wie bei Small World beispielsweise. Das bleibt dann auf dem Brett, man spielt aber dann eine andere Alien-Rasse. Also es ist einmal die Möglichkeit, dass ein Spieler selbst eine Alien-Rasse wechselt. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit, dass man die Spieler von Partie zu Partie wechselt, sodass man hier nicht daran gebunden ist, die Kampagne mit der gleichen Spielerzahl oder mit den gleichen Spielern
durchzuspielen. So, Spielzeit soll aber auch recht flott sein, weil vor allem so eine Planungsphase simultan abläuft. Und dann halt dieses übliche Explore, Expand, Exploit, wobei jetzt eine Phase Exopolitics dabei ist. Ja, genau, es ersetzt das, Exterminate. Ja, ob da jetzt wirklich 2 Stunden dann realistisch sind, wissen wir noch nicht. Mhm. Und was ich spannend finde, angeblich Accessibility, schön erreicht, also gut zugänglich auch für Leute, die nicht so tief vielleicht im Boardgame-Thema drin sind oder im Spiel selber. Ich muss sagen, die wenigen Infos, die es da schon gab zum Spiel, die haben mich erstmal erschlagen. Ich hatte das Gefühl, die Einstiegshürde, die die sehen, ist wohl wahrscheinlich deutlich höher, als man mit Leichteinstieg irgendwie definieren würde. Das sehe ich auch absolut so. Also ich habe mir ja, wie gesagt, auch die Gameplays angeschaut. Man muss ja dazu sagen, allein der PC, das PC-Spiel ist ja schon sehr komplex. Also das zieht ja auch eher so die nerdigen Spiele an. Und da muss man wirklich schon sehr tief in das Thema rein und sich wirklich auch einspielen. Die Lernkurve ist da hoch. Und ich denke mal, das ist hier ähnlich. Und das heißt, es fokussiert also primär die PC-Spieler, die eine hohe Komplexität haben wollen, als auch die Brettspielspieler, die eigentlich eine hohe Komplexität haben wollen. Von daher dieses Argument mit der niedrigen Einstiegshürde verstehe ich hier nicht. Vor allen Dingen auch nicht bei dem Gameplay, was ich gesehen habe. So, wenn man den Text da liest, dann kann man das aber auch so verstehen, vielleicht ist das auch eher damit gemeint, dass es halt leicht ist, mal ins Spiel reinzujoinen, also diese lange Kampagne, auch wieder rauszudroppen oder auch mal hier seine Rasse zu switchen. Also, dass es gar nicht so die Einstiegshürde ist, sondern damit gemeint ist eher, ja, wenn halt so eine Kampagne läuft, so wie Gloomhaven, ja, da mal reinzujoinen, rauszudroppen, ist gar nicht so wild, dass das immer irgendwie gut möglich ist. Ja, ist möglich, aber wird hier natürlich einfach auch schon was anderes kommunizieren. Ne? Also ich denke mal, das könnte eine falsche Erwartungshaltung wecken. Ja. So, Immersive Storytelling, also das Spiel lebt wohl auch von einer Geschichte, die nicht linear ist. Es gibt so Unmengen von Eventcards, die da passieren können, die eine Geschichte erzählen. So 400, 500 Stück oder so, also ordentlich was zu lesen, wenn man Bock drauf hat. Die erzählen wohl auch nicht nur die Geschichte, da sind wohl auch Entscheidungen zu treffen, die dann das Spiel auch wirklich maßgeblich beeinflussen. Ja. So, und bei so viel Material, da ist natürlich auch eine gute Organisation wichtig, also Plastic Trays für jeden Spieler, wo man so die Sachen reinschmeißt, schnell zumacht und wohl wieder schnell loslegen kann. So, und natürlich Epic Gameplay, ja klar, ne? Also muss man ja draufschreiben. So, soweit, was es da an Gameplay-Infos gab. Vor allem zum Start der Kampagne gab es so gut wie sonst gar nichts. Gepaart mit einem Early Bird, also wenn man mal guckt, welche Pledge-Levels es denn gibt, dann war das auch sehr deutlich. Es gibt zwar eine Standard Edition, aber ohne Stretch Goals, also für $110 plus Steuer plus Versand, der auch nicht wenig ist. Dann gibt es die Deluxe Edition, wo die 5 und 6 Spielerweiterung drin ist, plus eine Box mit den ganzen Stretch Goals für 170. Und wenn man das im Early Bird genommen hat, dann war halt hier diese Figur dabei und der Steam-Code für Stellaris. Jetzt muss man aber sagen, also Stellaris gibt es häufiger im Sale für ein paar Dollar hinterhergeschmissen. Auch jetzt gerade im Humble Bundle für irgendwie einen Spottpreis. Also man muss nicht traurig sein, wenn man das verpasst hat, sage ich mal so. So, und das sieht für mich alles danach aus, dass eigentlich, das sieht man dann auch bei den Zahlen hier, dass die Standard Edition kaufen 160, den Deluxe 666 und den Early Bird haben 12.000 genommen. Also leider funktioniert dieses System dann ja auch irgendwie. Das wird aber im Laufe der Kampagne dazu führen, dass sich das deine Erwartung nicht mehr weiterentwickelt, weil was sollst du denn da noch machen? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da eine große Progression noch geben wird, auch am Ende, nur diese typischen 48 Stunden. Ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass da im Laufe der Kampagne der ein oder andere aussteigt und es nicht mehr kompensiert werden kann. Weil wir kommen wahrscheinlich gleich ein bisschen zu den Problemen von der Kampagne. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was will das eigentlich inhaltlich von mir? Aber jetzt mal zu den Pledge-Leveln, was du jetzt angesprochen hast, dass man da durcheinander kommt. Ich finde die unverschämt, weil dass ich, wie viel Dollar sind es? $60 für Stretch-Goals zahle, wenn ich nämlich die 5 oder 6 Spielererweiterungen nicht brauche, das finde ich dreist. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, vor allen Dingen muss man auch noch dazu sagen, wen fokussiert diese Kampagne jetzt? Also wir haben ja auch eben auch schon darüber gesprochen,
dass wahrscheinlich sehr viele Stellaris-Fans dran teilnehmen. Die brauchen den Steam-Code ohnehin nicht. Die werden das Spiel ja schon haben. Ne? Und die und, werden überfordert sein vom Spiel. Weil ja. ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir nicht alle Videos angeguckt, ich weiß nicht, was. Also es fehlt ein Regelbuch, hier fehlten am Anfang Demos, hier fehlen Prototypen, eine unfertige Kampagne, meiner Wahrnehmung zufolge. Und wenn es sich aber jetzt an die Computerspieler richtet, Leitungen wie Twilight Imperium gelesen, die sind doch von dem Ding hoffnungslos überfordert. Kann sein. Also was ich auch interessant fand, auch die Vermutung, dass es halt eher an die Stellaris-Spieler gerichtet ist, es sind keine typischen Boardgame-Reviewer dabei, aber irgendwie der Top-Stellaris-Spieler. Also das eins der ersten Videos war halt einer, der halt auf YouTube vor allem Stellaris streamt oder dazu Videos macht. Der hat dann über das Spiel geredet, aber ohne Bilder. Also offensichtlich ja, sollte der das für diese Zielgruppe schmackhaft machen. Ja. Okay, also es gibt noch ein paar Optional Buys. Da kommt mit Sicherheit auch noch was dazu. Gucken wir mal rein. Also ziemlich viel Plastik ist da drin an kleinen Miniaturen, Marker, Karten ohne Ende. Also da ist schon eine Menge Stuff drin. Wenn ich nochmal bei den Miniaturen einhaken darf, also das habe ich auch ganz selten gesehen. Ich sehe hier nur so wirklich so skizzenhaft ein paar Miniaturen. Ich weiß nicht, wie groß die sind genau. Ich weiß nichts über das Material. Da kaufst du ja in dem Fall wirklich die Katze im Sack. Mhm. Und das jammert immer jeder über Simon. Also ich glaube, wenn die hier bei Simon Zombicide, die haben sie ja richtig in der letzten Saison liefern würden als Präsentation, weiß ich nicht, ob wir überhaupt fanden würden. Ja. Also ich glaube, das sind so die typischen, wir markieren mal Einheiten auf dem Brett, Minis, so wie das halt auch von Twilight Imperium kennt. Also wegen den Minis kauft man es nicht. Das zeigt einfach nur an, was auf dem Brett passiert. Richtig. Man muss dazu sagen, das Spielmaterial hat man jetzt bei der bei dem Gameplay-Video gesehen, beim Tabletop-Simulator. Das war aber auch nicht richtig skaliert. Also man hat deswegen auch nicht eine Idee davon, wie sich das Spielmaterial dann letztendlich nachher auf dem Tisch verhalten wird. Das wird da extra betont, die Teils entsprechen nicht der Originalgröße. Ja, ja. So, ich habe jetzt hier mal weitergescrollt, also lustigerweise Scratch Goals sind eine eigene Box, wie man das halt kennt, aber die sind halt nur dann in der großen drin. Wird dann auch direkt irgendwie als Frontiers Expansion deklariert. Jo, die wird man mit Sicherheit hinterher im Shop auch kaufen können. So, die allseits ungeliebten Social Stretch Goals, die halt leider auch funktionieren. Und dann, so, dann machen sie irgendwie gerade noch so ein Metagame draus. Hat das einer verstanden? Nein. Ich auch nicht. Ich bin aber auch nicht so drin. Das ist mir zu complicated. So, und dann Stretch Goals, was typischerweise irgendwelche Karten sind oder Erweiterungen, wo man absolut merkt, okay, das Spiel ist eigentlich kastriert worden, damit es einfach nur Stretch Goals gibt. Also, richtig, das sind fertige Sachen, die man einfach rausgeschnitten hat, nur damit man sagen kann, man hat Stretch Goals. Genau, da gab es auch entsprechende Kritik in den Kommentaren. Ja, also nichts, wo man sagt, okay, weil wir jetzt so viel Geld eingenommen haben, gibt es jetzt halt besseres Material, weil wir uns das einfach leisten können aufgrund der Menge. So, und nicht zu vergessen, Shipping Standard Edition, $25 bis $35 und $30 bis $40 für die Deluxe. Also auch nochmal ein ordentlicher Betrag. Das heißt, wenn ihr den Deluxe habt, dann seid ihr da bei den $200 plus Steuer plus Fett. Nee, plus Steuer. Ja, und ja, das ist schon mal eine stolze Summe. So, leider kann man jetzt zum Gameplay erstmal, glaube ich, wenig sagen. Weil im Moment werden so ein paar Mechaniken nach und nach erklärt, gefühlt aber auch, weil halt es viel Kritik am Anfang gab, dass halt so die üblichen Kickstarter-Standards nicht eingehalten worden sind und man jetzt natürlich im Zugzwang ist. Ich glaube, Dennis meinte eben halt schon mal, ich hatte das Gefühl, die hätten vielleicht mal ein, zwei Monate warten können, sollten, damit dann vielleicht auch mal ein paar Sachen fertig sind, die man auch zeigen kann, also von Videomaterial her. Ich habe das Gefühl, die typischen Reviewer, die gerne Kickstarter-Previews machen, wurden gar nicht erst gefragt oder hatten keine Lust. Ich weiß es nicht. Ne? Also da ist ja gar nichts da gewesen. So langsam tröpfeln jetzt ein paar Infos rein. Die Leute, die das verfolgen, sagen, oh ja, das klingt schon ganz interessant. Aber trotzdem ist es irgendwie eine komisch konstruierte Kampagne. Ja. Also man muss sagen, marketingtechnisch fand ich das hier sehr interessant gemacht, einfach aus dem Grund, sie haben ja geteasert ohne irgendeine Essenz eigentlich. Also die haben halt wirklich so ein paar Inhalte gedroppt, die haben ein paar Buzzwords gedroppt, aber eigentlich von den Regeln her wusste man gar nichts. Das gepaart dann, wie gesagt, mit dem Fear of Missing Out,
kommt jetzt alle rein und sichert euch die Early Birds, hat dazu geführt, dass jetzt erstmal unheimlich viele Backer reingegangen sind, die eigentlich noch nichts von dem Spiel wussten. Wie der Marcel jetzt schon richtig gesagt hat, das kann natürlich zum Recoil führen, dass unheimlich viele wieder rausgehen werden. Das wird bei mir auch wahrscheinlich der Fall sein. Einfach aus dem Grund, mich konnten sie überhaupt nicht überzeugen mit den Gameplay-Videos. Ich kann ja gleich gerne noch mal was zu sagen. Ja. Und einfach auch, und das war das, was du, Christoph, jetzt gerade schon angedeutet hast, es war in keinster Weise fertiggestellt. Und das war noch extrem verbuggt und viele Infos gab es da eigentlich auch nicht. Also, was man gelesen hat, ist, das Spiel ist schon sehr lange in Entwicklung. Also es ist nicht nur eine Idee, die man gerade kauft, auch wenn das leider nicht mehr präsentiert wird. Aber wie du schon eben sagtest, ich habe auch im Anons-Forum mir das einmal durchgelesen, wie die Eindrücke von den anderen sind. Gefühlt die Hälfte sagt, ja, ich bin mal Early Bird drin, aber wenn mich das in den letzten 24 Stunden nicht überzeugt, dann bin ich raus. Und gerade ist eher der Stand, ich bin wahrscheinlich raus. Ja. Ja, ich denke auch, dass die da am Ende nochmal so ein bisschen runtergehen werden. Das glaube ich auch. Ja. Und ein Kommentar von Ben, den ich ja auch immer gerne gebe, wenn es wirklich ein sehr gutes Spiel ist, dann wird man es hinterher auch noch bekommen. Und wenn es ein sehr, sehr gutes Spiel ist, dann wird sich wahrscheinlich auch jemand auf Deutsch drum kümmern. Ja. Bei diesem Spiel auf jeden Fall, ne? Vor allem, wenn der Schwerkraftverlag ja bei den vier guten Titeln, und ich habe eben noch mal auf die Seite geguckt, auf der Startseite von 878 Viking oder Vikings, hast du wirklich die Grundlagen der Mechanik erklärt. Das guckst du dir an und du weißt auf einen Blick, welche Fraktionen kämpfen gegeneinander, was sind die Vor- und Nachteile der Fraktionen und was tun die, was tust du? Also ich weiß hier gar nichts an der Stelle. Vor allem, auch wenn ich ein Rulebook mir vielleicht nicht durchlesen würde, als Bäcker würde es mich beruhigen, wenn es eins gäbe, zumindest skizzenhaft. Und ich habe ja auch letztes Mal gesagt, ich finde es ganz toll, Kickstarter zu unterstützen, die eben nicht diesen Vorbestellercharakter haben, so Simon als Negativbeispiel, die ich auch immer wieder unterstütze. Aber ich sehe hier an der Stelle erstmal überhaupt nichts. Und das fehlt mir total. Selbst wenn da jemand nur Skizzen auf irgendwelchen Zettelchen hingeschrieben hätte, auch das ist nicht da. Und Dennis war jetzt natürlich auch noch so fleißig und hat sich alle Videos im Nachhinein angeguckt. Ganz ehrlich, wenn du das in den ersten 48 Stunden nicht parat hast, dann hüpfen doch die ersten schon ab. Meine Erfahrung, Bingo. Oder? Ja. Vor allen Dingen muss man auch einfach dazu sagen, was ich eigentlich von so einer Kampagne erwarte, dass ich eben halt möglichst zeitsparend möglichst viele Informationen bekomme. Ja, alles ja. Wirklich schön kompakt. Das hat man hier nicht. Man muss ja sogar über mehrere Tage warten, dass man diese Informationen bekommt. Dann ist das noch sehr zeitintensiv und dann ist es sogar noch qualitativ schlecht gemacht. Also man muss in diese Kampagne noch unheimlich viel Zeit und Mühe stecken, um sich diese Informationen überhaupt erstmal zu holen, die man ansonsten eigentlich ja wirklich geliefert bekommt. Mhm. Und vergleich das mal mit Human Punishment, wo wir drüber gesprochen haben. Da war auf der Frontseite alles zu sehen. Ja. Und die haben ihre Updates benutzt, um einzelne Mechaniken zu highlighten, einen Fokus drauf zu setzen. Das finde ich legitim und sogar gut. Aber wenn du 7, 8 Tage warten musst, um ein Kernelement erklärt zu bekommen, ja, da, wie du es gesagt hast, ich suche mir die Infos nicht alle zusammen. Und ich bin ja schon Kickstarter-addicted. Was macht denn der Gelegenheitsspieler? Der sieht Stellaris, der sieht vielleicht Academy Games, sagt, ja, das muss was werden. Aber sonst... Mhm. Ja, also ich bin, also zum einen, wir haben ja schon mal drüber geredet, wir haben, ich glaube, ab und zu mal kritisiert, dass ja Kickstarter irgendwie nur noch eine Verkaufsveranstaltung ist und nicht mehr diesen Kerngedanken so sehr innehat von wegen, oh, da haben Leute eine Idee, die sie verwirklichen wollen und da gibt es irgendwie Leute, die sagen, klar, das unterstütze ich. So, das ist jetzt mal ein Projekt, wo eher mehr eine Idee gerade gedroppt wird, wobei, glaube ich, mehr dahinter steckt. Und ich glaube auch, dass das Spiel Potenzial hat, ein richtig gutes Spiel zu sein. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, oh Gott, auf keinen Fall, das ist bestimmt der Mega-Schrott. Es wird mir gerade, glaube ich, nicht ausreichend gut verkauft. Und deswegen bin ich ja so hin und her gerissen. Also ich liebe Sci-Fi-Spiele. Eigentlich würde ich die gerne alle ausprobieren. Aber dieser echt hohe Preis, ohne gerade ein Gefühl dafür bekommen zu können, ob da wirklich was hintersteckt, was mir gefällt, das macht das für mich schwierig. Und was mir Angst macht ist, oder was ich schade finde, ist, wie viele Leute da einfach nur, weil Stellaris draufsteht, erstmal Geld da reinbuttern. Also wie krass ist es bitte, dass man nur eine IP braucht, um Geld zu sammeln? Ja. Ich dachte eigentlich, seit Dark Souls wäre das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger alles, aber nee. Das geht Monster immer noch Hunter wieder los, Christoph. Ja, genau. Also da hast du, Christoph, jetzt was sehr Interessantes gesagt. Ich finde nämlich, das ist ein Paradebeispiel eigentlich für unsere Talkrunde über Entwicklung Kickstarter. Ich sehe das ein bisschen anders sogar noch.
Also ich finde es sympathisch, wenn ein Spiel, sag ich mal, noch so diesen alten Kickstarter-Spirit lebt und vielleicht ein Indie-Verlag daherkommt und primär eine Idee vorstellt, was nicht ausgearbeitet ist. Wie Marcel jetzt eben auch gesagt hat, dass vielleicht etwas skizzenartig dargestellt wird, aber eben mit Essenz, mit Spielessenz. Ich glaube, hier ist das der genaue Gegenteil der Fall. Einfach aus dem Grund, die Idee ist vielleicht da, aber sie wird gar nicht kommuniziert. Und alles, was wir hier haben, ist eigentlich pures Marketing. Also ich glaube, wir driften ja gerade so ein bisschen schon in so eine Talkrunde ab. Wir wollen, glaube ich, glaube mal gerade noch beim Spiel bleiben. Und da habe ich mal eine Frage jetzt an die Zuschauer. Also, was ist da euer Stand der Dinge? Seid ihr da drin? Seid ihr nicht drin? Und wie kommt ihr da zu einer Entscheidung? Seid ihr auch jetzt die, die drin sind, die sagen, okay, ich gucke mal in den letzten 24 Stunden, was hat es denn jetzt geliefert und bleibe ich drin oder nicht? Und vielleicht ist das etwas, was wir dann auch noch mal kurz machen als Update. So kurz vor Schluss, also interessiert euch das, Leute, kurz vor Schluss nochmal zu sagen, okay, was wissen wir denn jetzt und machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Weil ich habe das Gefühl, wir werden es wirklich erst in den letzten 24 Stunden beantworten können, ob man da jetzt rein muss oder nicht. Aufgrund des aktuellen Zustands, also wenn das jetzt das wäre, was bis zum Ende da steht, bin ich definitiv nicht drin. Absolut. Also ich kann vielleicht noch ein paar Infos geben, was ich gesammelt habe, so aus diesen Gameplay-Videos. Also was da primär gezeigt wurde oder gezeigt werden wollte, das waren eben halt die vier Aktionen. Also im Prinzip jeder Spieler wählt sich zu Beginn seiner Runde eine dieser vier Aktionen aus. Und das sind im Prinzip diese Boards, die man halt sieht. Diese Boards legt man sich hinter den Sichtschirm. Aber das war so Problem eins, was ich gesehen habe. Dieser Sichtschirm ist ja im Prinzip der Deckel von dem Tray, was aufgeklappt wird. Dann habe ich dahinter ja mein Tray mit diesen ganzen Markern, was ja sehr schön gemacht ist von der Aufbewahrung her. Aber dahinter lege ich das Brett. Und man hat dann ja auch, wenn man insbesondere um einen, ich sage jetzt mal, quadratischen Tisch sitzt, haben wir einen gewissen Winkel. Man wird definitiv die Spielerbretter der anderen Spieler sehen. Also das konnte man auch bei dem Tabletop-Simulator, konnte man das sehr gut sehen. Das heißt, so diese geheime Phase ist für mich da eigentlich erstmal gar nicht gegeben. Das war Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, und das kam da auch zur Sprache. Was ist denn, wenn alles ja gleichzeitig stattfindet, mit Cheating? Gut, okay, das ist vielleicht dann ja auch gar nicht absichtliches Ja. Cheating. Das darf man ja voraussetzen, dass das nicht passiert. Aber Spielfehler werden passieren, insbesondere bei der Komplexität dieses Spieles. Also wie es abläuft, ist ja, Planning läuft parallel und dann wird halt nach und nach abgearbeitet. Also es ist halt Genau. zweiphasig, ne? Wir planen alle und dann wird nach und nach hintereinander mit Initiative, Startspieler, Reihe um, Uhrzeigersinn einfach abgehandelt. Deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht so das Problem. Ja, das Problem ist dann an der Stelle, was ich mir halt gedacht habe, was passiert denn, wenn jemand in seiner Planphase einen Fehler gemacht hat? Da muss das ja irgendwie korrigiert werden und da wurde auch nicht so wirklich drauf eingegangen. Was dann noch so ein kleines Problem ist, also in dieser Planphase passiert unheimlich viel mit Ressourcen und mit Markern. Und man hat dann im Prinzip diese Hexfelder auch, die relativ klein sind. Wie gesagt, es wurde betont, das wäre jetzt nicht die Skalierung, die es nachher halt im Spiel haben wird. Aber man legt auch zig Marker auf diese Tiles. Und die werden dann in die Tischmitte gelegt. Und die Spielfläche entwickelt sich dann auch sehr, sehr kleinteilig. Also wir haben dann zig Marker auf einem so einem Hexfeld liegen. Da liegen 6 bis 8 Marker drauf. Und das ist generell etwas, was ich im Gefühl hatte bei diesen Spielen, eine unheimliche Kleinteiligkeit. Bei den Karten, bei den Texten, bei den ganzen Markern. Das wirkte für mich nicht wirklich gestreamlined, nicht wirklich Sehr sauber. Mikromanagement-lastig habe ich auch Ja. die Befürchtung gehabt, weil das Spiel ja an sich auch schon sehr kleinteilig ist, also das PC-Spiel. Richtig. Ja, also ich glaube, das ist wirklich für Hardcore-Leute, die da wirklich Bock haben, da die Simulation auf dem Brett zu haben, wie sie sonst auf dem PC-Spiel haben. Und deshalb glaube ich, wird das Spiel wahrscheinlich später verramscht. Weil hier sind ja jetzt so viele Computerspieler gerade dabei, die mit diesem Mikromanagement als Brettspiel nichts anfangen können. Für mich wäre Mikromanagement übrigens gar nicht abschreckend, wenn das Ganze zielführend wäre. Das heißt, wenn ich in meinem Spielvorbereitungszug 6, 7, 8 Aktionen plane, um das dann später umzusetzen, und dann ist mir auch die Spielzeit als Twilight Imperium-Spieler sowieso nicht so wichtig. Aber die ganzen Computerspieler, die erwarten doch was ganz anderes. Und deshalb bin ich auch im Moment der Meinung, braucht man im Moment eher nicht. So, also ich danke euch wieder für die Zeit Sehr und ich bin mal gerne. gespannt, ob das Ding wenn es dann in 3 Jahren vielleicht oder in 2 Jahren rauskommt. Ich habe schon gesehen, reserviert schon mal einen Platz für den Thron mit Longest Delay. Ob es dann wirklich knallt oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Alles klar. Ich danke euch. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.